Die Pubertät. Eine Zeit voller Leidenschaft und Revolte, voller Pickel und grausamer Mathestunden. Und die Zeit intimer Tagebücher, denen all die geheimen Geständnisse anvertraut werden. Niemand darf es wagen, darin zu lesen. Doch genau das machen die Tagebuchschreiber nun selbst. Auf der Bühne. Phil hat mich gestern gefragt, ob ich mit ihm gehen will. Ich habe Nein gesagt, sonst würde er ja denken, dass ich auf ihn stehe. Ich weiß wirklich nicht, wieso ich damals keinen Freund hatte. Bei den sogenannten Cringe Nights, Nächten zum Zusammenzucken, wagen die Tagebuchautoren von einst den Schritt über ihre Schamgrenze hinaus. In Pubs lesen sie vor Publikum ausgewählte Passagen vor. Sie wird sich extra ein neues Kleid kaufen und traumhaft aussehen. Ich werde daneben total glanzlos wirken und mein Talent als schlechtester Tänzer der Welt beweisen. Typisch weiß eben. Komisch ist es vor allem, weil alles, was du als Teenager schreibst, diese Ernsthaftigkeit und Bedeutungsschwere hat. Du bist der Mittelpunkt des Universums und was dir Schlimmes passiert, ist das Schlimmste, was jemals jemandem passiert ist. Das Ausmaß dieses Dramas ist einfach urkomisch. Immer wieder geht es in den Tagebüchern um dasselbe. Klamotten, Freundschaft, Stars und die Liebe. Für die freiwilligen Vorleser sind die peinlichen Geständnisse zugleich berauschend und eine Art Selbsttherapie. Es gibt Leute, die immer wieder kommen und auf die Bühne gehen. Sich selbst vor einer großen Gruppe zu offenbaren, ist ein Adrenalinrausch. Und die Leute lachen auf eine unterstützende Weise. Das Publikum ist wirklich nett. Ich habe nie wirklich in diese Zeit zurückgeblickt und realisiert, wie unbedeutend eigentlich alles war. Die peinlichen Pubertätsbeichten stammen aus den USA. In Großbritannien sind sie nun der letzte Schrei. Donnerstag, 9. April. Noch 9 Tage. Das ist aufregender als Weihnachten. Ich werde Mama nach einem BH fragen. Wenn das jemand liest, dann hau bloß ab, Versager.